Bei einer Tour durch alle steirischen Bezirke machte sich der Wirtschaftsbund Steiermark auf die Suche nach Unternehmerpersönlichkeiten, die mit großem Einsatz, Leistungsbereitschaft und Engagement Vorbilder des selbstständigen Handelns in ihrer Heimat sind. Gemeinsam mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Präsident Josef Herck wurden diese herausragenden Unternehmerinnen und Unternehmer in den Kategorien Tradition, Mut und Zukunft ausgezeichnet. Bei einer Tour durch alle steirischen Bezirke macht sich der Wirtschaftsbund Steiermark auf die Suche nach Unternehmerpersönlichkeiten, die mit großem Engagement, Leistungsbereitschaft und Einsatz Vorbilder des selbstständigen Handelns in ihrer Region sind. Vergangene Woche wurden die Helden der Region Murtal ausgezeichnet. Gemeinsam mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Präsident Josef Herck wurden Unternehmerinnen und Unternehmer in den Kategorien Tradition, Mut und Zukunft vor den Vorhang geholt und mit dem Helden der Region Award ausgezeichnet. Herr Landeshauptmann, was zeichnet Ihrer Meinung nach einen Helden der Region, einen Helden der Arbeitswelt aus? Wenn er das, was er macht, nicht als Beruf, als 8-Stunden-Job sieht, sondern als Berufung, wo er mit ganzen Herzen dabei ist und die Damen und Herren, die wir heute ausgezeichnet haben, ob das die Dritte, der Dritte oder Erste war, das sind für mich Helden, die auf den verschiedensten Gebieten der Branchen tätig sind, wenige bis viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und die eigentlich das Rückgrat der Wirtschaft sind. Jedes Unternehmen für sich steht aber auch stellvertretend für viele, viele Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region, die ebenso Tradition, Mut und Zukunft verkörpern. Und ich glaube, die jetzt heute die Trophäe, sozusagen den Erzherzog-Johann-Preis mit nach Hause nehmen konnten, zeichnet eben aus, dass sie in ihrer Kategorie Besonderes leisten, dass sie verwurzelte, stark verwurzelte Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die Qualität mit sich bringen, die Mut für das Unternehmen mitbringen, die Herzblut für ihre Arbeit mitbringen und die um das Wohl des Unternehmertums in Murtal kämpfen. In der Kategorie Tradition konnte die Konditorei Regner aus Seckau den Award mit nach Hause nehmen. Als Held fühlt man sich eigentlich, ja, ich bin eigentlich ein Wirtschaftler, aber als Held ist es eine eigene Sache. Man hat mit Feuer und Flamme, was man für den Beruf kämpft und arbeitet. Und man ist nur dankbar für das, was man macht, dass man auch Anerkennung hat. Und man nimmt es natürlich gerne in Kauf, dass man dann auch Held genannt wird, wobei das für mich nicht so wichtig ist. Wichtig ist, dass wir mit unserem Job unsere Leute, unsere Kunden Freude bereiten. Das ist uns wichtig. Und für alle, die für Sie gewotet haben, gibt es jetzt eine süße Überraschung. Ja, wenn die alle kommen, jetzt haben wir ganz schön zu tun in nächster Zeit. Erfahrung, unternehmerischer Erfolg und Einsatzbereitschaft, Kriterien, welche für den Wirtschaftsbund Steiermark an erster Stelle stehen. Der Wirtschaftsbund ist in der Wirtschaftskammer mit 740 Mandataren in 79 Fachgruppen und Fachvertretungen aktiv. Ja, der Wirtschaftsbund ist die politische Kraft in der Wirtschaftskammer, der dafür verantwortlich ist, dass wir natürlich sorgen, dass Rahmenbedingungen für die Wirtschaft auch politisch getragen und initiiert werden. Und wir sind natürlich hier auch mit der stärksten Mannschaft. Wir haben die Verantwortlichen in den Fachgruppen, in den Gremien, in den Innungen und natürlich auch im Wirtschaftskammerpräsidium, damit eine Wirtschaftspolitik in unserem Land durchgeführt wird, eine Interessenspolitik, damit die Steiermark sich gut weiterentwickeln kann. Die Award-Verleihung war sicherlich eine gelungene Veranstaltung für die Helden unserer Region.